Nicht lecken. Hallo. Sternbild. Sternbild. Was heißt das auf Englisch? Stand Picture. Ich lass mich gleich ein bisschen abhauen. Ah. Oh. Und dann noch Blitzer. Oh. Oh. Yeah. Ah. Da heilt sich einfach. So ein freches Teil. Oh, der hat Fett reingehauen. Hui. Spaß. Das macht so viel Spaß. Und es leckt wieder, was denn sonst? Man kann ja nicht in Ruhe aufnehmen. Geht doch. So, jetzt gehen wir hier rein. In den Schiff. Die Schiff. Friedhof. Schifffriedhofshöhle. So jetzt. Ihr habt doch keine Chance. Hier und hier. Dankeschön. Und wir haben ein Rusted Sword Legendary gefunden. Zuerst hier noch skillen. So, Attack Speed, die runterhauen. Hopp. Oh, schauen wir mal. Red Break, Rusted Sword. Oh, Physical Damage viel. Und Life Leech. Nicht schlecht. Mehr die den Rücken voller Pfeile und Baracke haben wir wieder gefunden. Baracke. Also eine Baracke ist für mich ein kleines Häuschen. Eine Baracke. Verblute doch, du armes kleines Schweinchen. Und hopp, ja, verblute und du auch. Dankeschön. Heftig. Also ich werde mal einen Shockwave-Totem-Skill-Bild hoch arbeiten bis hierhin oder so. Also wenn wir dann aufhören, dorthin, und werde das nächste Mal mit euch den ein bisschen weiter spielen und den halt hier ein bisschen off, also ohne Aufnahme. Mal schauen, wie so der Shockwave-Totem-Ding, also mit den guten Items, die ich habe in Standard, geht es relativ gut. Hier weiß ich jetzt noch nicht, aber ich werde es wahrscheinlich auch hinkriegen, dass der gut läuft. Habe ihn schon lange nicht mehr gemacht und dazu mal habe ich noch nicht so Skill gehabt. Ja. Es hat am Anfang eher defensiv, aber später dann richtig gut. Lecken. So. Hui. Ma.
Ja, lauf schön, bisschen stacken, gut. You were a good man in a bad situation, Fairgraves. Rest in peace. Er ist verblutet. So, Dele, jetzt kommen wir hier noch ein paar ans Cable rüber. Genau. Mervel dwells in the cave. Und hier verkaufen wir mal den Jot. So, den Burning Arrow brauchen wir auch nicht. Und hier zu den Unix kommt ihr, kommst du, Schwert. Gut, du und sonst. 160 Life. Die Small Flask drin, können wir raushauen. Das ist Life Leech, das ist Attack Speed. Sonst gibt's was Gutes mit Mana Leech. Sonst irgendwie. Warte, Maek. Wir könnten eigentlich jetzt das Ding nehmen. Ja, wir brauchen Level 15, stimmt. Haben wir sonst hier noch etwas Gutes? Wir haben hier noch Baracke, wie gesagt. Poison Arrow brauchen wir zum Skin. Sonst. Ich weiß nicht, ob Poison Arrow gut genug später ist. Ich bezweifle es ein wenig. Vielleicht werden wir auch nicht Gift Skin. Lieber irgendwas anderes. Wir müssen hier weiter. Hier unten das Life unbedingt mitnehmen. Komm schon. Wo gehst du jetzt hin? Hier unten das Life mitnehmen. Das sind 18 und 16. Ja, richtig viel. Okay, schauen wir mal. Machen wir weiter. Wenn es gehen würde. Ich kann leider nichts machen, um es noch ein bisschen schneller zu machen. Sollte schon nicht lücken. Ich will doch ein paar Vorhexer aufnehmen, Fraps. Also, Fraps. Mal jetzt aufzuzicken. Ich verstehe nicht, mit Fraps habe ich 25 FPS, wenn ich aufnehme. Wenn ich nicht aufnehme, habe ich 200 FPS. Also ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Das verbraucht wahrscheinlich das Kill mehr Mana, ja. Blöd. Der hat eine riesen Mana-Menge, die er raushaut, wenn er hochlevelt. Dann finde ich den Skin auch nicht so gut. Auch Etrog Knives braucht sehr viel Mana. Ich habe mal ein Etrog Knives Totembild gemacht und da bin ich erschlagen worden von dem Mana. So viel Mana kann man gar nicht haben. Vögel.
aussprechen. Ich bin wohl einer der einzigen, der Englisch scheiße findet. Also scheiße, ja. Ich finde es einfach nicht eine schöne Sprache. Ich mache eine Petition auf. Macht bitte Deutsch als Weltsprache. Bitte unbedingt. Wenn es so weitergeht und alle Länder immer bankrott werden und die Schweiz immer natürlich aushelfen muss und so, kann es sein, dass die Schweiz alles die Länder kauft und dann ist weltweit alles Schweizerdeutsch. Jetzt muss natürlich die Schweiz Russland helfen. Das sind die größten Schweine irgendwie. Muss natürlich Russland helfen, weil sie es einfach nicht in die Beine gekriegen, ohne Handel zu helfen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Kommen wir wieder von den Deutschen auf den Sockel. Oder von den Amerikanern, weil die nicht mögen, dass wir Russland helfen. Fraps ist überlastet, Fraps ist überlastet. Also 13 Mana kosten, eben noch 13 Mana kosten, das ist gut. Es geht nicht zu schnell hoch. Und die Reichweite wird auch, ja, 11 haben wir jetzt, die geht auch irgendwie weiter hoch. Nur vom Skillen. Dadurch macht er weniger Schaden. Ist nicht so gut. Und es laggt. Ist das nicht wunderbar? Es laggt so gut. Wir haben eine Dia schon. Ist das nicht wunderbar? Oh Gott. Und das Tolle ist, ich kann einfach weiterreden, obwohl es laggt. Eigentlich müsste die Stimme ja auch laggen. Da sieht man mal, wie viel Prozent Anteil Fraps hat. Die Grafik leckt. Ja. Ich dachte, ich kann es beheben, wenn ich Fraps auf 64-Bit runterlade. Aber es tut nicht. Es hilft kein Arsch. Kein bisschen. Es hilft einfach kein bisschen. Sind wir jetzt Level 15? Ja, endlich. Ach komm schon. Ja, Punktur ist richtig. Ach komm schon. Gut, danke. Nicht lecken. Nicht lecken. Hör jetzt auf. Es ist zum Verzweifeln. Diese Höhle ist besonders schlimm.
ich habe wieder den Skill, den ich nicht ausgewählt habe. Ah, wieso wird das immer zurückgesetzt? Ich mag die linke Maustaste nicht. Fest. Okay, dann höre ich halt auf. Machen wir das nächste Mal weiter. Vielleicht hat dann Phelps ein bisschen besser. Jo. Okay, wir gehen noch kurz zurück. Ich hoffe, dass Shadow Blade besser ist und viel besser ist. Viel besser. How are you? Ich weiß nicht, der Physical Damage, alles nur Strange. Life Leech. Ja, die lasse ich alle hier, damit sonst habe ich eigentlich Nusch. Also, kennen wir uns nicht mehr so gut aus. You must take your chances. So, ja, das ist das einzige wahre hier, fast Projektile. So. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bye.